Schulter bewegen, kreisen nach hinten. Gut. Und locker bleiben, nachspüren. Gut. Noch einmal Hände nach vorne heben. Gut. Anwinkeln, Kopf dazu, strecken. Und der Kopf bleibt unten, Hände jetzt nach vorne strecken. Jetzt kommt die komplexe Übung. Und wieder lockern und sinken. Entspannung durch Sinken. An den Beinen hoch. Alles hochziehen. Von der Brust wieder nach vorne die Hände strecken. Gut, Handgelenke anwinkeln. Und nochmal strecken. Und nochmal Finger locker. Finger nach vorne spreizen, strecken. Locker und die Erde nochmal aufsuchen. So, hier kommt die Kraft. Hochziehen, oben bleiben. Hände zur Seite, Hände an den Hüften zeigen zur Erde jetzt. Und erstmal locker stehen. So, der Atem braucht ein bisschen Zeit bei uns, wir haben genug Zeit für alles. Gut. Nächster Teil des Übens ist die Welle nach unten drücken. Dafür brauchen wir Atemluft. Einatmen und ausatmen, runterpressen. Spannung. Und Arme locker hängen lassen. Seitlich steigen, zum Kopf wenden und eine angenehme Welle durch den Scheitelpunkt mittig in den Körper fließen lassen. Alles durchspülen, Arme, wenn sie locker sind, Uchi-Haltung nachspüren. Gut. Und noch einmal seitlich steigen, über den Kopf sammeln und mittig wieder in den Körper alles sammeln. Wir bleiben konzentriert, locker dabei und frisch. Gut, Abschluss, Wuchi. Nachspüren. Ja, tolle Übung, tolles Resultat im inneren Schulterkreisen. Jetzt wieder nach hinten. Drei, vier Mal. Gut. Und locker stehen. Und gleich an diese Übung kommt die zweite, die ist sehr ähnlich. Die Vier-Phasen-Übung, Arbeitsbezeichnung, Arme nach vorne heben, Handgelenke anwinkeln und wieder unseren Katzenbuckel machen, strecken und lösen. Arme sinken, Kopf ist oben, nachspüren. Die zweite Übung, gut. Hände zur Erde wenden. Jetzt kommt gezielt Bauch, Brust nach vorne, Schulter nach hinten, Kinn auf die Brust. Oh, Dehnung. Und wieder locker stehen. Oh, tut das gut, nachspüren. Mhm. Gut. Noch einmal Hände nach vorne, Handgelenke anwinkeln, Rücken strecken. Jetzt ist Rücken dran. Gut. Und langsam wieder Kopf nach oben. Nur im Stehen üben wir das. Lockern. Nachspüren. Gut. Hände zur Erde wenden. Wir stützen uns jetzt auf die Erde. Bauch, Brust nach vorne, Kinn auf die Brust. Gut. Und lösen. Und nochmal spüren. Und noch einmal. Hände nach vorne. Handgelenke anwinkeln. Wir brauchen uns nicht zu bücken. Nur den Rücken ein bisschen strecken. Im Stehen alles. Und Arme senken. Kopf ist oben. Locker stehen. Nachspüren. Hände zur Erde. Bauch. Brust nach vorne, Kinn auf die Brust strecken und lösen und locker stehen. Gut. Schulter bewegen, steigen und sinken. Gute Nacht, bist du gut? Ja, guck mal, schön. Sind wir bei dir Übung lachen. Ist es, genau. Ja, ja, ja. Gut. Gut, wir nehmen jetzt noch eine schöne Übung mit dem Strecken nach oben, Himmel. So, den Ball umfassen. Beim Einatmen heben wir den Ball zur Kehle, ausatmen, Ellenbogen senken, der Ball ist zwischen den Händen. Gut. So, wir suchen jetzt nach oben, aber nicht so hoch wie möglich, die Arme strecken, so locker wie möglich zu stehen. Gut, wir brauchen nur ein bisschen Spielraum nach oben, wie Volleyball. Gut, auf die Zehenspitzen, nach oben strecken, wieder voll auf die Füße, Stabilität, nochmal nach oben und wieder voll auf die Füße. Und das dritte Mal, sehr gut, voll auf die Füße, unten bleiben, Ellenbogen zusammen,
Hände treffen jetzt am Gesicht nach unten, Kehle, gut. Hände nach außen wenden, wir strecken wieder die Brust, Brustbein ein bisschen, uiuiui, das tut gut. Und wieder sammeln, weiche Hände, weiche Energie, ein Ball zwischen den Händen. Gut, noch einmal zum Himmel, jetzt Handfläche zum Himmel wenden. Fingerspitzen zeigen nach außen. Gut, und wir stemmen die Decke jetzt im Raum hoch und nochmal runter. Innenseiten der Arme strecken und wieder runter. Noch einmal hoch und runter. Und weil das gut tut, nochmal extra hoch. Und voll auf die Füße, genug. Ellenbogen zusammenschieben. Hände wenden sich vors Gesicht, vor die Kehle. Wenn Schultern locker sind, sind wir richtig jetzt. Nach außen wenden. Hände zeigen, Brust ein bisschen strecken und locker wieder einen Ball einfangen. Ganz weiche Hände in einem Energiewölkchen. Gut, wir haben Yang- und Yin-Kanäle jetzt gestreckt, Meridiane gestreckt, energetisiert. Jetzt gehen wir über den Kopf, einen Dach über dem Kopf halten, Ellenbogen auseinander, ganz nah über den Kopf und vorne senken. Senken, senken, senken. Bis zum unteren Bauch. Ja, vielleicht wundern wir uns, wie fließend alles ist, in Qi-Haltung. So, wir stehen jetzt im kleinen Energieball. So, und damit es nicht langweilig wird, drehen wir uns einfach um eigene Achse. Links, rechts. Einfach die Energie mitnehmen, spüren. Ja, wenn zu viel ist, kann man sie auch anders transportieren. Hände zeigen zum Körper. Wir bleiben im Kontakt mit unserer Strahlkraft. Gut. Wunderbar. Gut. Und probieren wir nochmal mit einer schönen Übung. Hände nach vorne zeigen, vor der Brust, Daumen ganz nah beieinander. Wir heben jetzt bei an. Ja, gut. Wir heben den linken Ellenbogen. Wo ist linke Seite? Linke Flanke ist frei. Da ist viel Raum, dahin schieben wir die Wolken aus Nordrhein-Westfalen. Gut, wenden. Jetzt ist andere Ellenbogen. Zurück, ganz leicht. Gut, bei allen richtig, sehr schön. Beide Hände. So, Ellenbogen zeigt nach oben und dahin kommen auch die Energiewellen hier zur Seite. Gut. So, die Flanke wird schön gedehnt. Unser Bauchspeichergürtel bekommt jetzt Möglichkeiten, da ein bisschen umzufrachten. Wir sind in der Zeit nach Weihnachten, nach Silvester, immer ein bisschen Bewegung brauchen um den Bauch. Gut, fein. Nächstes Mal, wenn wir zur Seite kommen, für uns ist es heute egal welche, einfach zur Seite, Hände über den Boden halten und wir machen großen Bogen vor dem Körper und kommen langsam zur Mitte, vor dem Bauch. Hände flach über den Boden. Erst ankommen. Erst bei sich ankommen. Sehr gut. Hände auseinanderziehen und ganz nah zu den Hüften. Gleich sofort. Ups, wir sind wieder in Wuxi-Haltung. Gut. Und Körper trinkt, trinkt, trinkt. Wir haben viel Frische jetzt in uns freigelöst. Gut. Und noch ein Stück von dieser Übung ist der kleine Bär. Die Hand steigt aus der Mitte. Der Daumen ist zum Körper gewendet. Hebepunkt. Das ist der Punkt zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger. Und Ellenbogen. Kann hier wunderbar steigen und sinken. Den Unterarm mitnehmen. Schulter ist entspannt. Und Bewegung um den Brustraum, um den Bauch. Und hat keine Angst, hier was zu verlieren. Wir können hier nur gewinnen. Durch das Umschichten, Bewegen, Senken. Vor dem Bauch strömt wunderbare, schöne Energie. Und sie reicht für den ganzen Körper, für die Flanke, für die Hüften sogar. Und schön am Körper ist am wärmsten. Gut. Und wir bringen das gleich zum Abschluss.
Schön langsam, beide Arme sinken jetzt seitlich links und rechts um den Körper. Wir stehen in Wuji-Haltung und überprüfen. Ja, wir haben jetzt uns gut bewegt, sind zur inneren Ruhe, zur Klarheit gekommen, zur Energie. Jetzt stehen wir äußerlich ruhig und wir spüren jetzt nach, was sich alles so abspielt im Körper. Ja, richtig viel Bewegung und Leben. Gut, sehr schön. Wir haben noch eine tolle, komplexe Übung und ich bin sicher, wir schaffen die. Die mit dem Namen Mabu, das klingt fast wie eine Aufruf zu mehr Kraft. Gut, wir stellen uns etwas schulterbreit, breiter als Schulterposition. So, Füße parallel und beide Hände erstmal so links und rechts vor dem Bauch, wie zwei Schalen halten. Das sind immer die Zwischenstationen bei uns, bei dieser Übung. Gut, Arme senken und Knie nicht nach hinten durchdrücken, sondern wie ein Skifahrer, Skifahrerin, Reiter, Reiterin stehen, locker. Ist Oberkörper locker, probieren wir uns mal hin und her zu bewegen. Ah, super, wunderbar. Bewegung ist da. Sehr schön. Und wieder stehen. So, jetzt geht's los. Rechte Hand vor linke Hand vor dem unteren Bauch. Einfach überkreuz. Gut. Beide Arme langsam steigen lassen. Eine Hand nimmt die andere. Und beilen und senken. Hände nach unten, bis sie richtig nach unten kommen. Unten schöpfen wir mit zwei Schalen, mit Händen, frische Kraft und ziehen sie für die Organe links und rechts am Bauch. Wenn Schultern locker sind, stehen wir richtig. Gut. Fingerspitzen nehmen jetzt Richtung nach vorne. Nach vorne Arme schieben, Kopf dazu strecken und Kopf bleibt so. Fingerspitzen vor die Taille, Fingerspitzen nach hinten und noch einmal strecken. Und zu Seiten führen die Arme, Arme senken, rechts vor links, vor den Knien. Gut. Und jetzt stellen wir uns noch ein bisschen breiter. Fuß, Ferse, Spitze, gut. Jetzt dreimal aufwühlen, vorne steigen, Kopf, Arme sind oben und senken und wieder nach unten. Ein Spiel jetzt in der Ostsee, Nordsee, bitteschön, Atlantik. Wir spielen jetzt mit Wasser. Mittig vorne steigen, seitlich senken. Noch einmal frische Kraft für alle Bereiche des unteren Körpers. Wunderbar. Und noch einmal vorne steigen. Und jetzt ohne zu sinken, wir bleiben unten. Wir schließen jetzt den Stand. So, und nochmal Hände vor mit zwei Schalen links und rechts. Gut, wir müssen jetzt Handgelenke überkreuzen, rechts über links. Beide Hände zeigen nach oben. Hände nach unten wenden, auseinanderziehen und um den Körper klappen, Wuji-Haltung und locker stehen und nachspüren. So, und damit wir diese Frische im unteren Körper wahrnehmen, schließen wir den Stand und stehen jetzt geschlossen. Und spüren, dass wir jetzt sehr viel frische Energie durch die Beine, durch den unteren Bereich bis zum Bauch bekommen haben. Gut, wir stellen uns jetzt ganz frei, locker, wie es uns passt und machen kreisende Bewegungen mit den Hüften, mit dem Bauch. Wer möchte, kann Hände vor den Bauch halten, ansonsten einfach sich frei bewegen und alles umrühren, mischen, verbinden und sich freuen über diese Beweglichkeit. Wunderbar, das ist unser Abschluss heute für dieses Programm. Ja, nochmal andersrum kreisen. Unser Thema ist Stabilität und Beweglichkeit. Stabilität steht auf der ersten Stelle. Beweglichkeit ist auch auf der ersten Stelle. So. Gut. Und zum Schluss Bewegung reduzieren, zur Ruhe kommen. Und wir machen jetzt eine große sammelnde Bewegung mit beiden Händen, legen beide Hände auf den Bauch. Männer haben linke Hand oben, rechte. Die Frauen haben linke Hand oben, Männer die rechte. Alles schließen. Wir danken uns selbst für dieses Üben. Wir danken jedem von uns für die Unterstützung in der Gruppe. So, und wir danken auch unseren Lehrern und Lehrern unserer Lehrer, die uns diese Übungen beigebracht haben.
Ja, ich gratuliere uns diesen wunderbaren Auftakt. Ja, wir lockern uns jetzt, bewegen uns, machen ein kleines Päuschen. Wer möchte, kann Tee trinken. Ansonsten